Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Wir haben hier inzwischen angefangen, den Boden ja auszulegen, in einer der letzten Folgen. Ich habe jetzt mal vorhin gezählt, hier fehlen noch 54 Solarzellen. Die müssen wir noch machen. Aber ich möchte mich jetzt auch mal um die Capacitor Bank unten kümmern. Wir machen gerade noch einen Haufen Glas und Zeug, weil wir eben noch einen Haufen Solarzellen brauchen. Aber jetzt wechseln wir erstmal den Filter hier unten. Und dann kommt hier auch schon Zeug rein. Und es sollten auch schon Capacitor Banks erstellt werden dann. Redstone brauchen wir noch. So, dann gucken wir, hier ist was passiert. Irgendwas wurde hergestellt. Ah, hier oben. Basic Capacitors. Octa haben wir zwei. Ah, also es funktioniert, es macht irgendwas. Ja, okay, den Electrical Steel und die Vibrant Alloy müssen wir so reinmachen. So, und jetzt sollte der aber eigentlich von allem genug haben. So, dass er auch was produziert. Wenn nicht, dann fehlt noch irgendwo was. So, Gold Nuggets haben wir. Cobblestone, Copper und Redstone. Energetic Alloy haben wir auch. Vibrant Alloy haben wir. Ah, vielleicht. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, genau. Ich muss die hier auch noch da hoch pflanzen. So, jetzt funktioniert's. Es ist nur halbautomatisch. Aber hier haben wir drei Vibrant Capacitor Banks. Also 25 Millionen RF nochmal zusätzlich. Gerade etwas verwirrt, weil ich glaube, der macht schon wieder nichts mehr. Kupfer, Redstone, Gold Nuggets. Kupfer zieht er hoch. Redstone und Gold Nuggets auch. Wieso macht der da nichts? Ah, weil keine Gold Nuggets hier oben drin sind. Deshalb nicht. Dann müssen wir mal eins dafür vorsehen. Dann müssen wir den mal kurz ausmachen. Gold Nuggets. Okay. Müssen wir schnell sein. Ha. Das wollte ich jetzt aber nicht. Okay. Ist aber eigentlich egal. Na, jetzt zieht er nämlich auch Goldnuggets rein. Gut. Dann passt ja jetzt doch.
Also das ganze Geklicke, was der hier jetzt macht, das kann ich mir also sparen. Das ist schon ziemlich geschickt. Und wir haben wahrscheinlich noch mal drei. Seht ihr? Es geht schon viel flotter wie per Hand. Redstone. Und wenn man hier dann auch ein bisschen nachhilft, dann ist es gar nicht mal so wild. Weil es ja doch trotz allem viel schneller geht. So, weil dann kriegen wir eine ganze Menge hier schon heute gebacken. Ups. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen Kohle zu Dust machen. Kupfer brauchen wir auch gleich wieder. Okay. Heißen denn die? Das war, glaube ich, das hier und dann diese hier. Vibrant-Alloy brauchen wir da. Enderperle und Energetik-Alloy. Wir hatten so viel von dem Zeug gemacht und es reicht einfach trotzdem nicht. Ja, müssen wir jetzt einfach auffüllen. Redstone. Ach, da geht noch was. Kupfer haben wir auch keins mehr. Wir können mich ja jetzt schon vorproduzieren. Goldnuggets sind auch gleich am Ende. Zack. Haben wir da noch Enderperlen? Sieht, glaube ich, schlecht. Ah, doch, hier 14. Okay, dann hauen wir die da noch rein. Ah, hier haben wir 13. So, haben wir noch mal 9. Und davon brauchen wir auch noch welche. Zehn Capacitor Banks innerhalb von einer guten 7 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt müssen wir wieder gucken, woran es hängt. Wahrscheinlich daran, dass ich an den Goldnuggets. Keine Übermenge.
Redstone. Oh, nein, so wollte man das nicht machen. Ich will die einfach direkt da oben reinhauen, weil das geht dann gefühlt doch schneller, weil er kann ja nicht so viel nachziehen, wie er eigentlich braucht. So, holen wir nochmal zwei Stacks Redstone. Ich glaube, wir haben schon 5 Stacks Basic Capacitors oder so. Gefühlt. Ja, haben wir wirklich. 3, 4, 4,5. So, was fehlt jetzt? Energetic Alloy. Da haben wir hier noch ein bisschen was drin. Irgendwo. Doch nicht. Alles weg. Verdammte Axt. Hier haben wir noch 20. Wir kramen jetzt gerade alles zusammen, was wir haben. Okay. Double Layer haben wir auch schon einige. Da auch. So. Eigentlich ganz gut soweit. Dann können wir doch eigentlich mal. Moment, wir machen erstmal Energetic Alloy. Genau, das war das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut, wir gehen mal runter und platzieren mal die Capacitor Banks. Dann füllen die sich nämlich schon, während wir hier noch arbeiten. Input gerade 14.000 RF pro Tick. Ja, wir haben Nacht. Das heißt, der saugt gerade oben einfach nur die Solarzellen leer. Und wir haben hier schon einen Speicher von 350 Millionen RF. Energetic Alloy wird wahrscheinlich hochgesaugt. Also haben wir es hier eigentlich eingestellt. Oh, hä? Green Gamer war hier. Wann ist der denn gekommen? Als ich auf dem Server bin, war niemand da. Gut. Wir müssen dann mal wieder ins Ende. Das machen wir jetzt noch gleich. Wir holen uns jetzt noch ein paar Enderperlen. Schon wieder Leftigen. Ach, der kommt nicht drauf. Das ist das Problem. Der probiert zu connecten und es klappt nicht.
Wir gehen zu Nym, weil der ist am nächsten am Netto, am Endportal. So. Green Gamer, wer war denn das? Ich habe keine Ahnung. Halt falsche Richtung. Gut. Noch ein paar Enderperlen organisieren. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich meine Plattform gebaut habe. Ach, hier. Ich würde mal sagen, da wo so viele Endermans rumstehen. Das Schwert ist saugeil. Selten mal, dass ich weniger als eine Enderperle bekomme. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal wieder. Paar Stacks Enderperlen kurz gefarmt. Achso, wir sind hier am Ende vom Spiel. Gut. Und wir sind sogar gleich wieder zu Hause gespawnt. Das ist auch geil. Energetik-Alloy. Dann kriegen wir Vibrant. Und ja, den Loopback wollte ich mal kurz aufmachen. Also Treasure Can. Chain Hand. Okay. Nichts Gescheites.
Ach, scheiß doch drauf. Okay. Sieht eigentlich gerade alles ganz gut aus. Wir werden nächste Folge natürlich noch ein paar weitere Dings da ist machen. Noch ein paar weitere Capacitor Banks. Output haben wir auch, okay. Dann scheint eigentlich das ganze System zu funktionieren. Das freut mich. Wir haben Nacht, deshalb kriegen wir auch keine Energie dazu. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wie jede Folge auch. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Sky Factory Minecraft. Und bis dahin, ciao Minecraft.